wieder eure Larissa und ich wollte heute gemeinsam mit euch Seife herstellen. Was wir dafür benötigen und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, nun sind wir im anderen Teil meiner Küche und hier habe ich schon alles vorbereitet. Wir benötigen einen Topf mit Wasser, eine Schmelzschale, Backpapier als Unterlage, verschiedene Silikonformen. Hier muss man beachten, dass man die Form am Ende nur noch für Seife benutzen kann. Dann habe ich hier Glitzer für die Seife, unterschiedliche Farben wie Schwarz und Blau, Seifenblöcke, einmal durchsichtig und weiße Seife, ein Messer, damit wir die gleich klein schneiden können, Seifenduft, ich habe hier Jasmin, aber da kann man den wählen, welchen man am besten findet, und ein Mikrofasertuch, damit man am Ende was sauber machen kann. Die fertige Seife in Frischhaltefolie einpacken und dunkel lagern. Dann sind wir nun auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, eure Larissa.